willkommen zurück zu einer neuen Folge Amnesia The Dark Descent. So, normalerweise mache ich so etwas ja nicht, aber ich bin offscreen, also zwischen den beiden Aufnahmen, habe ich hier den kompletten Raum, ich glaube, gefühlte 75.399 Mal abgesucht und nichts gefunden, ebenso wenig im Inventar. Das heißt, wo steht es? Agrippa, der sterbende Mann, braucht ein spezielles Tonikum. So, auf dem Notizzettel steht etwas von einer Mischung aus drei Inkredenzien. Inkredenzien, whatever. Und genau die haben wir nicht. Genau das fehlt. Das heißt, wir müssen nochmal gucken, wo da steht, was wir brauchen. Dort müssen das Zeug, was uns fehlt, noch holen. Die Frage ist natürlich, wo finden wir das? Und was davon brauchen wir? So. Ah, wartet mal. Hier. Notizen. Deswegen bin ich eben, während ich das erklärt habe, dass uns noch Sachen fehlen, die Notizen durchgegangen. Und hier steht es tatsächlich drin. Ich habe es letztes Mal überflogen und nicht gesehen. Hier steht's. Giftige Pilze sollten eine lebende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplares finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte fruchtbarer Boden zu sein. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen, gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Wir brauchen nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss ja bei der nächsten Folter daran denken. Okay, ich hab's jetzt geschnallt. Wir müssen nochmal in den Altarraum. Das ist der Raum, wo wir ein paar Mal gestorben sind, weil da dieses komische Viech rumläuft. Und einen Pilz finden. Und wir brauchen Blut aus den Folterräumen. Hoffentlich kommen wir da überhaupt nochmal hin. Das Problem ist, wir haben ja kein Lampenöl. Und da war es ohnehin schon ultimativ dunkel. Es sei denn, wir lassen ihn sterben und nehmen ihn nicht mit. Aber ich glaube, wir brauchen ihn. Da ging's nicht durch. Wo war nochmal der Altarraum? Nanu? Das Gewebe ist ziemlich weich und sollte einfach zu öffnen sein. Kolonie giftiger Pilze? Nanu? Sollte es so einfach sein? Vielleicht aufschlagen? Tatsächlich. Wir sind doch gar nicht im Altarraum selber drin. Vielleicht, weil wir die das letzte Mal nicht gefunden haben und schon hier an dieser Stelle sind, wo wir gerade sind, waren die Entwickler so freundlich und haben das etwas, ja, vereinfacht, dass wenn man es beim ersten Mal nicht mitnehmen kann, weil man es nicht sieht oder übersieht, man hier nochmal die Chance bekommt, es vereinfacht zu bekommen. So, Giftdrüse haben wir jetzt. Jetzt war noch von Blut die Rede. Ah, wo waren denn die Folterräume? Waren die hier hinten? Oh, shit! Jetzt muss ich doch nochmal überlegen, wo das war. Ah ja, liegt wieder so unser 8-Bit-Augenhaufen herum. Hä? Wer, wie, wo, was, wann? Altar. Da geht's jetzt zum Altar, aber wo waren die Folterräume? Oh, ich sehe aber auch nichts.
Alter, ohne Lampen, ohne Lampe ist das hier echt hardcore. Also, ich werde es für euch entsprechend heller machen, damit ihr wenigstens was seht. Wenn ich schon nichts sehe, sollt ihr wenigstens was sehen. Waren das hier die Folterräume oder waren das die Zellen? Öl! Oh! Öl! Schön! Das waren die Zellen, aber nicht die Folterräume. Habt ihr noch mehr Öl? Für uns? Nein! Haben sie nicht. Ja, wie gesagt, ihr werdet mehr sehen als ich. Ich werde es etwas aufhellen. Das heißt, ihr dürft sehen, wie ich hier blind durch die Gegend renne und keine Ahnung habe, was ich hier tue. Aber wo waren diese Folterräume nochmal? Da waren diese lustigen Bilder mit dem Typen, der zersägt wurde und was war denn da noch? Irgendwas war da auf jeden Fall noch. Aber wo war das nochmal? Geht das gar nicht. Ah, nee, hier waren die nicht, oder? Nee. Nee, die waren woanders. Hier sind wir ja schon im Altar, oder war das richtig? Nee, die Zellen waren da. Das war genau gegenüber, ich Depp. Auf der einen Seite waren die Zellen und auf der anderen Seite... Ja, ja. Ja, jetzt glaube ich weiß wieder, wo ich hin muss. Ja, dann müssen wir halt mal eine Folge verdatteln dafür, dass wir jetzt Material suchen müssen. Weil der Schnitt da einfach mal nicht genau genug gelesen hat. So. Hier haben wir doch jetzt die Pilze bekommen, genau. Denn müsste das auf der gegenüberliegenden Seite sein. Aber da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Ich weiß nicht, was ich tue. Oder finden wir hier vielleicht irgendwo Blut? Jetzt, wo wir wenigstens ein bisschen Öl haben. Hier wäre Blut. Oh, Moment mal. Das Gitter bedeckt ein... Ich kann das aufmachen. Das Blut muss in einen Behälter. Hier ist es. Ich dachte echt, wir müssen in die Folterräume zurück. Behälter. Glas. Kommt nicht an das Blut heran. Finde eine Möglichkeit, den Behälter herabzusenken, um das Blut darin aufzubewahren. Hm. Ja, hier steht's nochmal. Finde etwas, um das Glas in das Blut im Folterraum im Querschiff zu tauchen. Da sind wir gar nicht. Da hätten wir aber hingemusst. Da wir aber nicht mehr hinkommen, haben die Entwickler offenbar eine Variante B einprogrammiert, und zwar das hier. Glück im Unglück. Erst haben wir es übersehen und jetzt müssen wir es nachholen. So, da wollte ich nicht hin. Finde eine Möglichkeit, es abzusenken. Eine starke Schnur aus Hanf. Wartet mal. Aha. Glas an einer Schnur. Na, damit muss es doch gehen. Oh, sehr schön. Haben wir es jetzt? Ein Glas Blut. Okay. Das heißt, wir haben Fleisch, Teer, Giftdrüse, Glas Blut, Knochensäge und die Kugelstücke. Sind das jetzt die Sachen, die wir für den Trank von Agrippa brauchen? Was ich tue, ich weiß nicht, was ich tue. Aber wir werden nochmal ins Labor zurückjetten. Und gucken, ob wir mit dem Zeugs, was wir hier jetzt haben, etwas anfangen können.
Und nein, ich habe das nicht nachgelesen. Ich hatte ja gesagt, ich Anfang der Folge habe ich ja gesagt, ich habe offscreen den ganzen Raum tausendmal abgesucht. Und nichts gefunden. So. Gucken wir mal in die Notizen nochmal rein. Gripper beeinflusst Veya. Da stand das irgendwo drin. Vielleicht finden wir hier irgendwo auch das, die Hinweise, was wir damit machen müssen. Hier geht es um die Drüse des Giftpilzes. Dann könnte ich an seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Okay, wir müssen das Gift extrahieren. Extrahieren. Vielleicht mit dem Ding. Das sieht eher aus zum Aufkochen. Mal gucken, ob wir die hier reinlegen können. Das Erhitzen der Drüse wird nicht helfen, das Gift zu gewinnen. Ah, Moment mal, Moment. Können wir es platt quetschen? Kurbel muss zurückgedreht werden, okay. Dann drehen wir sie zurück. Weiter geht es nicht. Können wir sie jetzt reinlegen? Ah. Muss ich da nicht noch was unterstellen? Der Saft sollte erst aus der Drüse gedrückt werden, wenn sich ein passender Behälter darunter befindet. Ich hab keinen. Oder muss das in das Blut rein? Muss das Blut vielleicht erstmal hier rein? Es muss gereinigt werden. Wie mache ich denn das? Hier drauf vielleicht? Aha. Okay. Tonikum noch nicht vollständig. Das Tonikum nach Veyas Anweisung ist noch nicht vollständig. Was muss ich denn da nochmal mitmachen jetzt? Tamta hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Was ist denn das? Weil das hier habe ich nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Das heißt, uns scheint noch irgendwas zu fehlen. Muss ich jetzt das gereinigte Blut da unterstellen? Kann das sein, dass das Gift da reingeht? Oh ja, okay. Es ist offenbar richtig, was ich hier gerade mache. Vielleicht. Noch nicht vollständig. Ja, aber was fehlt jetzt noch? So, noch nicht vollständig. Also, wir haben das jetzt gereinigt und danach mit Gift versetzt. Eben hieß es ja, wir sollen es noch nicht hier reinstehen. Geht es jetzt? Jetzt steht es da, aber was muss dann hier rein? Stücke einer Kugel habe ich noch. Eine Kurbel, Fleisch und Teer. Ich damit was anfangen? Nein. Vielleicht das, vielleicht Teer? Nee. Für Amputats. Ich habe ja noch eine Säge, aber wofür? Kann ich vielleicht hier was absägen? Das würde alles nur verderben. Oder muss ich hier eine Kugel reinlegen? Auch nicht. Was muss ich jetzt hier machen? Es ist ja noch nicht vollständig. Irgendwas fehlt uns noch, aber was? Was fehlt? Schwierig.
Das ist ein fummeliges Rätsel. Wir müssen noch irgendetwas suchen. Vielleicht kriegen wir von einem Vogel da hinten noch Infos. Ah, verflucht! And I appreciate your company. But I believe you have more important things to take care of. Ja, andere Dinge zu tun. Sobald ich wüsste, was ich dafür noch brauche. Und scheint ja noch irgendwas zu fehlen. You should hurry, Daniel. No time for sitting around. Ja, keine Zeit rumzusitzen. Wäre schön, wenn du uns stattdessen mal sagen würdest, was wir noch brauchen. Rührt sich nicht und scheint ja noch irgendwas zu fehlen. Aber was und wo kriegen wir es her? Ja, Agrippa, ich weiß. Ja, da verballern wir gerade eine ganze Folge nur, um ein Tonikum zusammen zu brutzeln. Was muss ich jetzt noch machen? Wir gucken doch mal in die Notiz rein. Da stand es ja irgendwo. Thumbnail ist ja etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets des Wasserbewohnenden. Hast du nicht gesehen? Er muss mir einen Wirt zur Verfügung stellen. Ich brauche noch was. Ich brauche eine Leiche. Ich habe nicht umsonst diese Siege. Ich muss irgendwo was absägen. Vielleicht von ihm? Geht das? Nee. Einen Wirt. Das heißt irgendwo. Da laufen wir mal kurz so ganz entspannt rein. Ich muss irgendwo jetzt einen Wirt finden. Das heißt, hier muss wohl irgendwo noch was rumliegen. Eine Leiche oder was auch immer. Wir haben ja diese Säge nicht umsonst. Da komme ich gar nicht hoch. Nein, es braucht wieder kein Öl mehr. Ich muss jetzt noch mal Öl, okay. Wo finden wir jetzt den Typen? Oder den Wirt, den wir brauchen? Oh, ich sehe nichts. Aber immerhin haben wir noch mal ein bisschen Öl gekriegt. Aber extrem sparsam damit umgehen. Moment mal, ich habe da eine Idee. Vielleicht finden wir hier hinten irgendwo eine Leiche, wo wir was abschneiden können. Irgendwas brauchen wir ja noch. Hier hinten war ja auch der Ort, wo wir die Kugel zusammenbauen müssen. Vielleicht finden wir hier hinten irgendwo etwas, wo wir das herbekommen, was wir brauchen.
die Frage, wo? Auf jeden Fall ist noch eine Notiz. 1839. I cannot believe what I have become. One of the girls escaped and I chased after her all the way upstairs. I hunted her down and what is her life worth? How many lives can I take before I surrender my own? Sure, I would kill a murderer to save an innocent, but to kill an innocent to save myself? A cold-blooded murderer. Wir waren eine Art Mörder. Ja, jetzt wären wir eine Art Chirurg. Wir brauchen etwas. Moment mal, kamen wir hier letztes Mal überhaupt rein? Hä? In diesem Raum waren wir noch gar nicht. Hm. Was können wir hier machen? Können wir die Kurbel hier benutzen? Nee. Können wir nicht. Merkwürdig. Ich glaube, letztes Mal war dieser Raum hier nicht offen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber ich glaube, wir kamen da letztes Mal nicht rein. Probieren wir es nochmal auf der anderen Seite. Oder auch nicht. No! Huh, da war so eine komische Kante. Interessant. Hier ist auch das Gewucher überall. Ah, wir sind hier wieder. Die Frage ist, müssen wir Agrippa überhaupt retten? Oder können wir einfach die Kugel hier reinpflanzen und sagen, er soll dort zurückbleiben? Schwierig, schwierig. Wir werden mal gucken, wie wir hier weiterkommen, ob wir das fehlende Teil für Agrippa noch finden. Oder ob wir einfach hier reinkommen, müssen wir mal gucken. Aber das sehen wir natürlich erst beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.